Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Tyranny. Ja, in der letzten Aufnahmesession haben wir die Himmelfahrtshalle endlich erobert und damit verhindert, dass Kyros uns alle umbringt. So, was haben wir noch? Ja, wir sind gut gerastet durch den Turmbonus, was ich praktisch finde, plus 5 auf alle Fähigkeiten. Und ja, wir haben noch Zeug mit den Leuten zu bereden. Das ist jetzt das Erste, was ich machen werde. Also die Aufnahme, die Folge könnte etwas langweilig werden, wenn ich mich mit Beric über die Hintergrundgeschichte noch unterhalte und dann gucke, was Lyra und Ebb noch zu sagen haben, weil ihre Sprechblasen, die blinken auf. My Lord Binder, you have something which requires my attention? Ja, das kann ich schon. Erzähl mir von den Geschmähten. Wir sind die Eisenlegion, die Elite von Kyros Streitkräften. Mit den Rühmen unserer zahlreichen, glorreichen Taten könnte ich unzählige Stunden verbringen. Was möchtest du denn wissen? Hast du in irgendwelchen bekannten Schlachten gekämpft? Ich habe den Großteil eines Jahres im unbeugsamen Land gedient und dem Feind überall von Korallenbucht bis Wachplatz die Stirn geboten. Viele Schlachten... Wie viele Schlachten es waren, weiß ich nicht mehr. Scheint mir heute so, als hätten wir jeden zweiten Tag gekämpft. Ein Seufzen halt in seinem Helm wieder. Dort hatten wir einige unserer besten Siege. Im Kampf gegen einen Feind, der unseres Eisens würdig war. Dem Oberherrn waren wir aber nicht erfolgreich genug. Und die anschließende Intervention war brutal für uns alle. Beric atmet tief ein und verschränkt die Arme, während sich seine Haltung versteift. Ich hatte einen ungewöhnlichen Blick auf das Edikt der Stürme. Kyros Urteil hatte seine Spuren an mir hinterlassen. Wenn man sich überlegt, wie und mit welch legendärer Ehre wir im unbeugsamen Land gekämpft haben, so ist es doch erniedrigend, dass man sich nur an das Edikt erinnert. Eine Schande. Was kannst du mir von Ash erzählen? Graven Ash ist der General der Geschmähten, ein Veteran von unzähligen Schlachten, die sich im Lauf mehrerer Jahrhunderte ereigneten, und ein Archont ohne Gleichen. Ich würde ihm ohne zu zögern ins Nichts und wieder zurückfolgen. Beric schwingt seinen Arm zum Salut. Wie kam es dazu, dass er Kyros dient? Vor der Vereinigung des Nordreiches diente Graven Ash als Kriegsherr im Dienst eines der einheimischen Könige, die sich Kyros Herrschaft widersetzten. Es mag zwar unglaublich erscheinen, aber Ash trotzte Kyros Herrschaft. Seine Armee wurde zwar von Kyros zahlenmäßig überwältigenden Truppen vernichtet, aber Ashes Soldatenschwung sich trotzdem bewundernswert. Wie man hörte, fielen für jeden der ihren 77 Feinde. Wow. Kyros interessierte sich für das militärische Genie, das seiner Armee blutige Niederlagen beigebracht hatte. Graven Ash wurde zu einer Archontenklausur einbestellt und obwohl er in Ketten dorthin gebracht wurde, ging er als Archont. Er hat eine Machtposition in Kyros großer Kriegsschar erlangt. Und so wurden die Geschmähten geboren. Heute können wir alle unsere Blutlinie zu diesen Kriegern zurückverfolgen, die Kyros mit ihrem Willen und ihrer Zähigkeit beeindruckten. Der einzige Unterschied ist, dass wir jetzt auf der Seite des Siegers kämpfen. Der General spricht zwar selten davon, aber ich weiß, dass sich Ash demütigen ließ, um seinen Truppen die Hauptlast von Kyros Bestrafung zu ersparen. Seine Loyalität zum alten Blut des Nordens steht außer Frage. Er traf die richtige Entscheidung, um seine Truppen zu retten, also beugte Ash das Knie vor einem Eroberer. Er traf die richtige Entscheidung. Und das würde er auch wieder tun, um einen von uns zu retten. Einen hingebungsvolleren und aufmerksameren Anführer hat es noch niemals gegeben. Beric ballt eine stolze Faust und salutiert, sag ich, begleitet von eindringenden Geklappe von Töpfen und Pfannen. Okay. Was weißt du noch über seine Vergangenheit? So wie ich die Geschichte kenne, war Nerads Stimme der Archont, der die Aufgabe hatte, Graven Ashs Heimatland zu erobern. Demnach war es der unorganisierte Mob der Stimmen, den Ash beschämte, und der wahnsinnige Archont verabscheut Graven Ash seitdem. Daher kommt wohl der Groll zwischen den beiden. Ash und Nerads Stimmen haben seit
haben sicherlich zahlreiche Gründe, sich nicht zu mögen. Aber ich habe mehrere Veteranen sagen hören, dass der Groll von Nerads Stimmen lange zurückreicht. Welche Art von Magie handhabt er als Archont? Ashes Magie fließt durch uns, seine Soldaten. In der Schlacht scheint Ash die Ereignisse schon zu kennen, bevor wir von unseren Speeren informiert werden. Noch wichtiger aber ist, dass er uns beschützt. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären, wenn man es nicht erlebt hat. Ich kann mich daran erinnern, dass ich unzählige Male von einem Speer oder einer Axt getroffen und sogar von einem Pfeil durchschossen wurde. Und in jedem dieser Augenblicke waren der Schmerz und die Verletzung auf einmal wieder weg. Keiner von uns weiß, wie er das macht. Oder wie er spüren kann, dass wir uns in Gefahr befinden und dann aus der Ferne interveniert. Aber das ist vermutlich der Grund, warum er ein Archont ist. Was er tut, würde für jemanden wie mich wohl kaum Sinn ergeben. Was hältst du von Ash? Was ich von ihm halte? Archont Ash ist der tapferste, warmherzigste und mitfühlendste General, der jemals gelebt hat. Er ist ein lebendes Symbol der Führung und der Tapferkeit. Wahrscheinlich habe ich wirklich gut daran getan, Ash zu wählen, anstatt Nerwarf, weil ich mich wahrscheinlich mit Nerwarf ständig rumprügeln müsste und ich von Nerwarf wahrscheinlich eher verraten werde als von Ash. Beric legt den Kopf leicht zur Seite, soweit wie es die eingeschränkte Bewegungsfreiheit der Rüstung ihm gestattet. Ash ist ein Soldat, der aber nicht zum Spaß tötet. Er ist ein Anführer, der aber Befehle nicht dazu erteilt, um sich selbst reden zu hören. Von seinen Firmen verlangt er Disziplin, besonderes Verhalten und solche Standards kann ich nur gutheißen. Disziplin und besonderes Verhalten, ja, das kann ich auch nur gutheißen. Okay, fragen wir noch mehr zu den Geschmähten. Was kannst du mir über deine Zeit in der Legion erzählen? Ich trat der Legion 3 Jahre vor dem Beginn der Eroberung der Stufen bei. Ich war mit einigen Waffen recht geschickt und aufgrund meiner Größe war ich perfekt zum Einsatz in einer Phalanx geeignet. Seitdem habe ich immer bei den Steinschilden gedient. Ich kann ihm trotz sagen, in über einem Dutzend Schlachten die rechte Eckposition der Frontreihe eingenommen zu haben. Seit meiner Zuordnung durch den Eisenmarschall ist das mein Platz gewesen. Rechte Eckposition. Also ist er ganz außen gestanden, rechts gestanden, hier drüben. Das ist wahrscheinlich einer der gefährlichsten Plätze, weil in der Phalanx wird man ja von seinem linken und rechten Mann mitgedeckt. Und wenn man an der Ecke steht, dann fehlt einem eben der Schutz von der Seite. Aber er hat sich wohl tapfer geschlagen. Die Bastardstadt, die Tore des Urteils, der Vendrim Pass, Okons Ring, eine schnelle Tour durch Baris in Ketten und dann das unbeugsame Land. Ich habe viel Zeit im unbeugsamen Land verbracht, viele Freunde dort verloren. Das ist auch etwas, was ich bei den Geschmähten mehr bewundere als beim Chor. Beim Chor ist einfach ein Toter. Die Geschmähten respektieren ihre Gefallenen wenigstens noch. Was ist mit den anderen Geschmähten, Leutnants? Sie sind Graven Ashs vertrautester Offizier und Krieger der Eisenwache. Aufgrund Ashs arkaner Befehlsmacht und seines Kaders an fähigen Anführern gibt es in der Truppe kaum Verwirrung oder Chaos. Erzähl mir was über den Eisenmarschall. Sie nimmt es auf, sich unsere frischeren Rekruten auszubilden und abzuhärten. Darüber hinaus hat sie ein scharfes Auge für Begabung und wie man dadurch ihre Förderung Anführer schafft. Sie ist das jüngste Mitglied der Eisenwache. Ihre Familie diente den Geschmähten schon bevor sich Ash vor Kyros verbeugte. Sag, was du willst darüber, dass sie nicht mehr ganz taufrisch aussieht. Ihre Blutlinie ist unfassbar beeindruckend. Was ist mit Kernzünger Radix? Ein Erdhexer, der Kern ein paar Jahre vor der Eroberung die Treue geschworen hatte. Da Kern nicht mehr da ist, folgt der Kult nun Radix. Im Gegensatz zu seinem Archonten weiß er wenigstens, wie man Befehlen folgt. Ich habe gehört, dass Kern selbst für einen Archonten unberechenbar war. Er wanderte allein durch die Lande und viele Erdhexen haben ihre Studien nach seinem Beispiel gestaltet. Wahrscheinlich muss man sich gut überlegen, wen man als Leitfigur auswählt. Es spricht für Radix, dass er anscheinend die Ehre zu schätzen weiß, zusammen mit den Geschmähten kämpfen zu dürfen. Kern war stets darüber verärgert, in den Ruhmeshymnen erwähnt zu werden.
Die Magier scheinen eine notwendige Komplikation zu sein. Sie sind ungehorsam und können ihre eigenen Proviant nicht tragen. Aber ohne die Erdbeben- oder Felswurfzauber würde ich nicht in den Krieg ziehen wollen. Ja, sonst wären wir nicht mal hier reingekommen in die Festung. Was ist mit Merrick von den Speerführern? Merrick ist ein hingebungsvoller Anführer, dessen Rat Ash sehr zu schätzen scheint. Für beide sind ihre Truppen wichtiger als sie selbst, was sicher auch der Grund für ihre gute Zusammenarbeit ist. Er ist kein Magier, aber er hat eine besondere Verbindung zu seiner Kampfgruppe, die nur die wichtigsten Speermissionen aufgetragen werden. Man sagt, dass er sehen kann, was seine Speer sehen und hören kann, was sie hören. Das ist gut. Und was ist mit Kriegsveteran Varimas? Er ist unser Bester, gleich nach Ash. Varimas ist ein Evocatus, ein Soldat, der das Ende seiner Dienstzeit erlebte. Dass jemand so lange überlebt, ist sehr selten. Ganz zu schweigen davon, dass er bereitwillig zurückkehrt. Heutzutage profitiert Graven Ash von seiner taktischen Expertise. Obwohl er jedes Recht hätte, seinen Lebensabend in einem ehren- oder würdevollen Amt zu verbringen. Die Geschmieden haben wirklich eine ziemlich gute Organisation, also wie sie organisiert sind. Auch, dass man nach einer gewissen Zeit austreten kann, in Rente gehen kann. Was wahrscheinlich beim Chor nicht so sehr der Fall sein dürfte. Da stirbt man einfach auf dem Feld. Es ist schon beeindruckend dafür, dass wir hier über die eigentlich der Armee des Bösen angehören. Sind die Soldaten immer noch recht menschlich. Sogar die Archonten. Warum hat die Legion den Aufstand von Vendrins Brunnen nicht verhindert? Ich glaube, das ist eine Frage, die du dem Scharlachroten Chor stellen solltest. Auch sie sollten sicherstellen, dass die Einheimischen besiegt und unbewaffnet blieben. Beric taumelt beim Strichen nach vorne, was Eisenplan in seiner Rüstung zum Knirschen bringt. Die Geschmähten sind Kyros Elite. Sie waren es, die ihre Pflicht nicht erfüllten. Wenn der Chor aggressiver rekrutiert hätte, wäre es vielleicht gar nicht zu einem Aufstand gekommen. Ich würde sagen, dass die Vendrin-Wache als einzig beteiligte Partei wirklich Schuld trägt. Schließlich war es ihre Rebellion. Oh, furchtbar, Beric. Eine solche Vermutung ist eine unwürdige Schicksalsbinder. Vor Kyros sind die Angehörigen des Stufenvolks nicht mehr als Kinder. Wir legen ihnen ihre Ignoranz nicht zur Last, denn die Verantwortung, ihnen auf den rechten Weg zu helfen, obliegt uns allein. Ich hätte wahrscheinlich den Chor bei ihm anschwärzen sollen, aber gut, das hat jetzt ein bisschen Furcht bei ihm gegeben. Damit komme ich aber noch klar. Was kannst du mir noch über die Legion erzählen? Die Geschmähten akzeptieren nur die Besten aller Krieger. Wir sind alle Freiwillige und Berufssoldaten. Keine Bauern und Fischverkäufer, die man zum Dienst gezwungen hat. In unseren Rängen gibt es ein ganzes Jahrhundert von Traditionen, Ehre und taktischen Können. Wir lassen nicht jeden der Legion beitreten, nur charakteristisch starke und fähige Nordländer sind uns willkommen. Was wäre, wenn ein fähiger Stufenmann beitreten wollte? Wir würden nicht einmal den Meisterkämpfer des Stufenvolks rekrutieren. Jeder Legionär ist über Blut und Lehnstreue mit denen verbunden, die einst während der Ankunft Kyros hinter Graven Ash standen. Das ist ein Teil unserer Identität und das wird sich auch niemals ändern. Was ist, wenn wir beitreten wollen? Du bist den Geschmähten ein Verbündeter gewesen, aber in dieser Angelegenheit gibt es nichts zu diskutieren. Wenn du jünger und nicht bereits in Tunons Dienste eingeschworen wärst, dann vielleicht. Ash wird dich als Verbündeten akzeptieren, nicht aber als Vasall, was ich besser finde. Ein Verbündeter ist immer besser, also ist immer besser mit einem zu arbeiten, als einem zu dienen. Warum wird die Legion die Geschmähten genannt? Das ist ein aus der Schande geborener Name, den wir nur mit Ehre tragen. Nachdem sich Graven Ash Kyros widersetzt hatte, zwang man ihn viel aufzugeben. Seine Gefolgschaft, seinen Stolz und den Namen seiner gerühmten Armee. Wie wurde die Legion ursprünglich genannt? Alle bis auf Elch und Kyros haben den Namen vergessen, um dieses Thema zur Sprache zu bringen, gilt als schlechtes Benehmen. Aber da du nicht einmal das wusstest, sage ich dir zumindest Folgendes. Geschmähte ist der einzige Name, unter dem man uns kennen muss. Lass uns von was anderem sprechen.
Okay, da antwortet er gar nicht mehr drauf. Zurück zu meinen vorigen Fragen. Was kannst du mir dem Chor sagen? Die Verbündeten, die uns bei der Eroberung der Stufen helfen sollten, gewöhnliche Verbrecher, jeder einzelne von ihnen. Was möchtest du denn über den Scharlachroten Chor erfahren? Was weißt du über Nevatstim? Da ich Hund der Geheimnisse, mehr als Gerüchte und Spekulationen kenne ich auch nicht. Aber letztendlich weiß niemand mehr über die Stimmen. Manchen Berichten zufolge ist er in Wirklichkeit tot und der Oberherr hat den Verstand seiner Feinde in demselben Körper gefangen, um sie alle zu foltern. Diese Erklärung ist so wahrscheinlich wie alle anderen, die ich gehört habe.